Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge X4. Gerade mal gucken. Also das ist ja unser tolles, hässliches neues Schiff. Hallo. Ja. Unsere riesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe zu günstigen Konditionen entzogen. Habe ich noch Platz auf einem der Schiffe? Auf dem hier zum Beispiel. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich. Aber immer noch. Ich habe nichts für den Händler, glaube ich. Oder ich habe immer noch das hier dabei. Dann muss ich doch mal gucken. Brauche ich das für irgendwas? Für irgendeine Mission? Also für die bestimmt nicht, für die auch nicht. Das könnte ich jetzt eigentlich mal machen. Das muss ich auch noch machen. Nö. Okay, wir fangen auf jeden Fall mit dem an, weil das einfach näher dran ist. Gehen dann einmal ganz kurz in den Händlerbereich. Gucken mal, was wir hier anfangen können. Nichts. Hal, kann ich helfen? Bitte sehr. Dann habe ich hier nichts. Das ist ja schon wieder ärgerlich. Viel Glück da draußen. Da müsste ich fast noch was anderes gucken. Und zwar, wo der nächste Schwarzmarkthändler ist. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ja einen getroffen. Ich würde ja eher vermuten, hier drüben irgendwo. Mal ganz kurz rauszoomen. Also hier bestimmt nicht. Wahrscheinlich eher hier oder so. Ne, da war er nicht. Überhaupt hier. War er hier? Nee. Irgendwie. Wo ist denn beispielsweise da? Da sind diese Windfallgeschichten. Seit wann gehört das hin? Okay. Ja gut, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Moreia. Sir. Locken wir mal eben ab. Autopilot eingeschaltet. Gehen wir mal zum Zielgebiet. Mal die Terraner-Sachen fertig. Genug dahin erspare ich euch mal wieder kurz. Bis gleich. So, wir sind im System angekommen. Nebenbei gebe ich aber gerade meinem alten Schiff quasi die Anweisung, ein paar Sachen zu erkunden.
nochmal in dem gesamten Gebiet hier unten. Nee, dahin bitte. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Autopilot ausgeschaltet. Das, dahin darf ich ja, meine ich schon, ja. So, das heißt, die hat ordentlich was zu tun, aber die ist ja auch ordentlich schnell. Ich gucke mich hier drüben an. Das lässt sie aus. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist mit dem Gefahrenbereich. Ob der ausgelassen wird. So, stelle auf, erweiterter Satellit. Das Sonnensystem in Frieden, meine ich. Ich hoffe, wir können es so halten. Wenn ich hier schon einen aufstelle, wo bin ich denn jetzt gerade? Ganz kurz ein bisschen zum Dock rüber. Terranisches Ausrüstungsdock. Und da wären wir. Man muss nur wissen, worauf man achten muss. Ein ziviles Transportschiff protokollierte ein nicht identifiziertes Schiff, das an den Randgebieten des Sektors herumkroch und sich weigerte, auf Fragen nach dem Weg zu antworten. Es gibt keine Erwähnung einer Begegnung mit einer Patrouille, also könnte das Schiff noch da draußen sein. Nach der protokollierten Flugbahn zu urteilen, können wir möglicherweise im nächsten Sektor einen Schlag durchführen. Das ist ein Hinweis. Bewegen wir uns. Autopilot eingeschaltet. Interessant. Wir kommen gefährlich nahe an das Gebiet der Segaris-Pioniere. Sie sind dünn gestreut und verlassen sich auf den terranischen Handel. Das macht sie besonders anfällig für diese Piratenüberfälle. Wäre ich eine schemenhafte Nemesis, die das Protektorat dort treffen wollte, wo es am schwächsten ist, würde ich im Raum der Pioniere beginnen. Schon irgendwie jeder gegen jeden, ne? Saturn 1. Hey. Was haben wir denn hier eigentlich? Minen zerstören. Das können wir einfach mal machen. Ich wusste, dass ich auf Sie... Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Das ist ja praktisch, muss ich ihn einmal kurz ins nächste Gebiet rein. Kann ich hier nicht schon eine Beförderung holen? Bei den Beförderungsbohnen. Was ist denn noch Stu? Sturmflut. Streicher, da steht's ja. Ne, mehr noch nicht. Ja, und ich weiche mal wieder vom Plan ab. Aber ich will Ansehen fahren. Das ist eine sehr, sehr, sehr leichte Methode dafür. Titan. Unbekanntes Objekt. Schlecht, auch schön windig. Als ich jetzt nicht geguckt habe, ist, wie weit diese Laser kommen. Die sind zwar kräftig, meine ich, aber Reichweite? Weiß ich nicht. Unbekanntes Objekt. Und eventuell schon runter? Ja, guck mal, der kommt auch auf 6000. Thank you.
500 Geschwindigkeit auch. Was hatte denn der andere? Weiß ich gar nicht mehr. Unbekanntes Objekt. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Ja, das macht aber bitte nicht bei mir. Sieht alles gut aus. Sie können weiter. Die Reichweite ist scheiße. Nur geradeaus. Kurzstreckentransporter. Nein, tun Sie es nicht! Nee, nicht nur geradeaus. Es muss halt ein feindliches Ziel sein. Okay. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Ja, leider hat die jetzt den anderen mitgenommen. Computronik-Substratfabrik. Auch noch an. Ja, komm. Ich wusste, dass ich auf Sie. Autopilot eingeschaltet. So, in dem System, wo ich eh wieder rein muss. Und bitte weiterhin keine Polizeikontrolle. Ein bisschen was Illegales dabei. Ich möchte das nicht über Bord werfen, weil es 660.000 wert. Wisst ihr, wer das kauft? Na gut, das kann ich auch verwenden, um Missionen durchzuführen, ne? Könnt ihr natürlich auch mal testen. Ich ja meistens auch so 500.000, wenn man irgendwie was erreiche hacken Saturn soll. 1. Autopilot ausgeschaltet. So, und runter. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht, aber hätte ich jetzt ja mal mitmessen können, sozusagen. Wie immer saus ich dran vorbei. Raus. So. Moreia. Wie weit weg? Erweiterter Satellit. Ja. Moreia. Na komm. Erweiterter Satellit. Sogar noch zwei. Hat ihm gar nicht aufgefallen. Einmal kurz woanders hingucken, ne? Weil hier gerade wieder so eine Mücke oder sowas fliegt. Erstmal direkt wieder daran vorbei. Moreia. Ach,
letzte ist auch nochmal so weit weg. Undock-Erlaubnis erteilt. Moreia. Erweiterter Satellit. 200 Kilometer, ja gut, da hätte ich auch echt nicht mit dem Raumanzug hinfliegen brauchen. Hier kommt der Strandweg weiter. Auch wenn ich immer wieder 100.000 mehr ausgebe, das ist doch relativ fix wieder da. Muss ich eigentlich demnächst mal hochpotenzieren. Und mir nochmal ein weiteres System aussuchen, wo ich dann handle. So, und noch einmal raus. Moreia. Undock-Erlaubnis erteilt. Moreia. So, schön. Dann gucken wir mal. Das hier war das, ne? So, und jetzt will ich natürlich das Ding dort in der Nähe platzieren. Aber mach's mal da. Autopilot eingeschaltet. Gibt das keine weitere Station? Orbitalversorgungsbasis. Leerer Raum. Keine Treffer. Das ist etwas unerwartet. Nein, hier ist etwas. Ein schwaches Signal, das mein Team nicht genau lokalisieren kann. Ich glaube, eine gründlichere Suche ist angebracht. So, was soll ich machen? Achso. Das hat zumindest zu einem Ergebnis geführt. Wenn Sie so weitermachen, können Sie den Ursprung des Signals eingrenzen. Bewegen Sie sich auf den neuen Suchbereich zu und versuchen Sie es erneut. Machen wir das doch mal. Es wird klarer. Ja, aber leider nicht in der Richtung, wo ich hin möchte. Weiter so. Leerer Raum.
Wir haben es fast. Da will ich eigentlich hin. Wahrscheinlich irgendwie so ein Sicherheitstresor oder so. Voll drin. Das ist jetzt wieder merkwürdig. Da ist es. Ich werde eine lokale Patrouille anweisen, Ihnen sofort zu helfen. Diese Piraten werden uns diesmal nicht aus dem Hinterhalt überfallen. Kukri. Na, warten wir doch mal. Vier Jäger sind da gestartet. Was geht das Schiff oder was? Deswegen mit Sicherheit die anderen Schiffe. Das muss leider gleich weg. Nicht gut genug.
schon gut. Wir sind auch mit dem anderen Schiff nicht schneller zu erledigen. Jetzt habe ich ein Problem. Erledigt oder was? Ich muss die Fläche reparieren wieder. Aber es ist nicht so schlimm, das ist ja extrem günstig. Ich würde mir gerne die Zeit nehmen, Sie für Ihre Tapferkeit zu loben. Aber ich fürchte, Sie müssen direkt mit Ihrer Aufgabe weitermachen. Ein lokales Handelsschiff hat gerade ein Notsignal gesendet. Und das Muster entspricht dem eines früheren Piratenangriffs. Wir sind kurz davor, diese Eindringlinge festzunehmen. Vorher, sorry, will ich noch einmal einsammeln, was hier so rumliegt. Da noch mal was. So, und dann speichere ich mal, repariere noch nicht. Es gibt immer noch mehr. Szene haben wir tatsächlich, wie ich das richtig gesehen habe, 4 terranische Jäger platt gemacht. Das war's jetzt nicht. Da kommt noch mehr. Das sind aber die letzten. Wieder so eine scheiß Mücke. So, und jetzt los. Eingeschaltet. Also, ich sonst noch eine Belobung dafür. 17. Weiß ich nicht, wo ich vorher war. Wahrscheinlich auch bei 17. Geld wollte ich noch mal gucken. 9,7. Nein, 9,79. Erreiche Uranus. Ja, sollte ich mir noch mal einen Händler kaufen, glaube ich. Leerer Raum. Ausgeschaltet. So, was ist denn hier los? Nein. Drehen wir einmal. Gerade noch rechtzeitig angekommen zu sein. Wie wir befürchtet hatten, häufen sich die Berichte im Pioniergebiet.
Wie seltsam. Das Handelsschiff berichtet, dass ihm befohlen wurde, seine Fracht abzuwerfen, aber dass schlussendlich nichts von Wert gestohlen wurde, nur eine kleine Menge Lebensmittel. Es ist aber momentan keine Zeit, darüber zu grübeln. Dies ist alles, was ich Ihnen sicher übermitteln kann, Agent. Ab jetzt sind Sie auf sich gestellt. Okay. Gefahr. Aha. Nachdem die ehrwürdige terranische Person die Kommunikation beendet hat, kann ich endlich meine Erkenntnisse mit meinem geschätzten Assistenten teilen. Ich habe so richtig Lust auf eine ordentliche wissenschaftliche Untersuchung. Ich aber gerade nicht. Ich speichere nochmal. Und dann greife ich mal die Jacke an. Erreiche Neptun. Leerer Raum. In der Ferne sehe ich eine Pionierbergbauflotte. Vielleicht können wir sie nach dem Weg fragen. Volo, Mineralien. Warum denn das? Passieren. Flotte, verteidigt euch. Lasst nicht zu, dass dieser Yaki uns unsere hart verdienten Credits wegnimmt. Captain, sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere und werden nicht von einem Piraten erledigt. Dafür werden wir schaffen. Ah, oh, der ist nicht ohne. Kommt, meine Kinder. Reißt sie aus ihren Metallsärgen. M. Warum? Soll ich dann der Xenon rufen? Schon wieder. Nee, das geht gar nicht. Notfallauswurf. Wow. Ich lade mal wieder. So, und da sind wir wieder. Aber jetzt gucke ich hier einmal ganz kurz. Moderat. Eigentlich bräuchte ich da ja ein besseres Schiff, ein größeres. Nehme ich mal an. Jetzt habe ich schon wieder nur noch 700. Ah ja, okay, dafür kommen wir auch gleich wieder 500 rein. Gut, probieren wir es nochmal. Wenn es dann nicht klappt, dann verziehe ich mich hier erstmal und mache wieder was anderes. Erreiche Neptun. Sehe ich eine Pionierbergbauflotte. Vielleicht können wir sie nach dem Weg fragen. Volo, Mineralien. Bei der Königin, diese Pioniere scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Wer geht da? Ein Schritt näher und du bist Raumfliegenfutter. Nein, 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 das kann nicht passieren. Flotte, verteidigt euch. Lasst nicht zu, dass dieser Yaki uns unsere hart verdienten Credits wegnimmt. Captain, sind Sie sicher? Ja, natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere und werden nicht von einem Piraten erledigt.
Dafür werdet ihr abgeschlachtet werden. Okay, der kommt wieder an. Wer ja gedacht hat, der zieht sich jetzt irgendwie. Alter, der kommt, meine Kinder. Macht einen Schaden, das ist Wahnsinn. Lass die Schilde wieder regenerieren. Er war dann ja. Versuchen wir mal irgendwie einen nach dem anderen. Wir haben Spaß hier. Also ich. Das geht gar nicht. Nicht ein Hauch einer Chance. Versuchen wir mal kurz abzuhauen. Der kommt, das darf nicht sein. Okay, wir machen was anderes. So, da sind wir wieder in einem Stück. Wir brechen das mal ab. Und kehren mal eben nach Hause zurück. So in etwa. Weil wir werden das andere Iranische hier mal machen. Nicht mehr. Aber die. Autopilot eingeschaltet. So, wenn wir die Millionen zusammen haben, wird es eigentlich Zeit für ein neues Schiff. Zerstörer. Aber das macht er ja nicht. Genau, die sollen nachher wieder übergeben werden an die Station. Der Honigfresser, der muss noch neu lackiert werden. Sim. Bereiche Saturn 1. Ist, glaube ich, schon. Schöner dadurch. Ja. Was kriege ich denn jetzt schon für 700.000? Das bietet auch schon ein gutes Schiff, oder nicht? Okay.
überlege gerade. Hier. Erreiche Jupiter. Das Erz. Ein bisschen. Aber wird da auch Erz gekauft? Ja, wie zum Beispiel. Bei mir zu Hause. Der wird Silizium gekauft. Und Silizium gibt es ein bisschen. Können wir es hier auch nochmal sehen? Silizium da. 1 Million. Ja, dann werden wir mal gucken, dass wir uns einen Silizium-Miner holen. Der hier wird wahrscheinlich wieder zu teuer werden. Gehe ich von aus. Uranienschürfer. Erreiche Asteroidengürtel. Der Baulaser. Jetzt sind wir ja eigentlich schon. Erreiche System. Jetzt sind wir schon jetzt zu teuer. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, wenn wir den aufrüsten, was der denn insgesamt kostet. Guck mal, jetzt haben wir 1 Million. So. Vielleicht. Das geht nicht. Das Geld wieder nicht. Ja, nur doch nicht. Den bestellen wir uns, glaube ich, mal so. So, den haben wir dann auch. Hier haben wir natürlich auch gleich neu. Erreiche System, die Leere. Der soll später höchstwahrscheinlich auch für Sakotti arbeiten. Sind ja auch bald fertig. Jetzt haben wir gerade wieder Geld verloren, weil irgendwo was eingekauft wurde. Also ich glaube, die Händler machen insgesamt gerade ein bisschen mehr, aber die brauche ich halt auch hier. So, und dann werden wir dich nehmen. Der kann ja auch theoretisch hier überall verkaufen. System, weiter Kontakt. Und. Dann gehen wir hier drauf. Nein, hier drauf. Gehen auf. Automatisch. Nein. Bergbau. Silizium. Und in profitabler Handel 1, oder? Warte mal. Warte. Ich hab da keine. Erreiche System, Argon Prime. Hier ist es scheinbar besser. Da muss ich nochmal eine hinsetzen. Dann machen wir profitabler Handel 3. Bestätigen. Und dann. Erreiche System. Da bin ich auch auf dem Weg. Runter von meinem Radar. Zufälligerweise. Irgendwie was an Bord. Was wir
Kraft der da? Herz. Halten wir das Eis mal aus. So. Autopilot. Ausge. Fordere umgehend Verstärkung an. Was wollte ich gucken? Genau. Hast du. Oder hat irgendeiner von euch. Ah, egal. Ich bin ja auch gleich da. Bin ich schon da? Mann, ich bin ja nach Hattig gereist. So, was haben wir hier noch? Das war... Wo war's? Ist jetzt weg, ja. War gerade ein Auftrag. Den wollte ich sehen, aber der ist weg. So, schon haben wir wieder 400.000 und die nächsten 100.000 sind unterwegs. Fordere umgehend Verstärkung an. Warum denn? Wo? Was ist hier los? Da ist keiner. Ja, okay. Hattika. Wie mache ich das hier mit Hattika? Ein Teil ihrer Fracht sieht wirklich interessant aus. Fracht aufwerfen. Kommt gerade wieder Geld rein, aber ja gut, 23.000. Fordere umgehend Autopilot eingeschaltet. Wer fordert denn Verstärkung? Ist das einer von meinen? System Argon Prime. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Da gab es doch früher immer dann den Start für Hattika. Ist aber nicht. Autopilot ausgeschaltet. Geschützturm. Argon Raum Dock. Undock-Erlaubnis erteilt. Ziviles Schiff A. Jo, dann wollen wir erstmal hier rein. Und dorthin. Willkommen. So, einmal repariert. Und dann gucke ich auch mal ganz kurz. Ich glaube, es ging auch über die Nachrichten, aber da sind natürlich ein paar. Tja,
einmalige Gelegenheit zur Unterstützung von 19 Stunden. Ja, wo startet ihr denn das normalerweise? Also hier ist ja nichts und da ist ja nichts. Welchen Ruf habe ich bei HAT? 7. Ja komm, dann machen wir das mal auf 10 hoch. Danke für Ihre Hilfe. Autopilot eingeschaltet. Lassen wir uns da mal... Autopilot ausgeschaltet. ...befördern. Wird das schon irgendwie klappen? Zwar gehört eine Alarmmeldung für irgendwas Illegales, aber beziehungsweise ein Gegner. Aber es ist niemand zu finden. Autopilot eingeschaltet. Jetzt wurde angezeigt. Erreiche System. Adäquas Entscheidung. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Nehmen wir mal weiter folgen. Fordere umgehend Verstärkung an. Also hier, wo er hinfliegt, aber wahrscheinlich nur in die Mitte, ne? Autopilot ausgeschaltet. Ja. Was ist hier los gewesen? Was haben wir denn hier? Rakete, Sedativ, Rakete, Tuning-Software, Pumpe. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Macht Sinn. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Weil... Ich soll ja nachher noch gegen die Yaki kämpfen, also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber... Thank you.
Ah ja, ich fordere umgehend Verstärkung an. Immer noch gekämpft? Ja. Vigor-Syndikat gegen Argo. Das ist alles lächerlich. Und was ist das hier? Vigor. Die zerstören hier gerade. Na ja, gut, wir gucken mal, wo gucken wir denn? Fordere umgehend Verstärkung an. Hier oben. Weil das scheinbar mittlerweile den Argonen gehört, ne? Ja. Das nicht. Also wir wollen ja auch gar nicht so weit, wir wollen ja da drin bleiben. So, dann speichere ich nochmal und dann gucken wir, dass wir hier nochmal ein bisschen was zerstören. B. N. Das sollte der Hatikwa freundlich stimmen. B. Was sind jetzt tatsächlich die, ne? B. Wir dürfen auch gerne mal so Schiffe aufgeben zwischendurch. Jetzt sind meine Waffen gleich. Die anderen Waffen vielleicht doch besser von der Marco. Nicht sicher. Fühlt sich auf jeden Fall so an, als wenn die besser fahren. APE.
FPEs. Aber nicht hier. Danke für die Hilfe. Wir mal gucken, was hat die Qua sagt. Etwas hat uns getroffen. Oha. Jaguar sollte Verschluss. F. Argon Verteidigungsstation. Autopilot eingeschaltet. Die sagen ja erst dann Bescheid. Abhauen kann. Nicht wirklich, ne? Autopilot ausgeschaltet. Der bekämpft den. Das ist ja blöd. Ah, oh, nein. Die nächste Docke sind wieder da oder da. Vordere Autopilot eingeschaltet. Das reparieren. Wo sind denn ansonsten noch die Jungs von System Argon Prime. Keine Ahnung. Nicht nur das System. Autopilot ausgeschaltet. Argon Raumdock.
Undock-Erlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Willkommen. Jo, dann bin ich schon direkt wieder weg. Autopilot eingeschaltet. Gucken wir mal ganz kurz, was der Jaguar macht, ob der überhaupt noch existiert. Ja. Hat der etwa gewonnen? Oder hat er sich jetzt hier... Keine Ahnung. Erreiche System. Attiquas Entscheidung. Fordere umgehend Verstärkung an. Autopilot ausgeschaltet. So, noch einmal ganz kurz zu den Xenonen. Hm? 43.000 kommen noch. Der dockt gerade an, das heißt, der verkauft scheinbar dann gerade. Und der andere schürft noch. Ich weiß gar nicht, ist überhaupt angekommen. Wird auch Schaden genommen? Ne, das ist der. Okay. Wo ist denn der da? Das Schiff hier unten. Ist richtig? Das ist doch nicht richtig. Ah, Moment. Alter, schade Quatsch, was ich hier mache. Oh, wo bin ich denn ganz? Einmal aus dem System rausgeflogen hier. Zurück. Steuerungsumschaltungen sind echt furchtbar. Oh, der forscht hier noch. Wie werde ich über diese dumme Maschine los? Mit ihm hier, der ist auch noch dabei. Tigone. Und nochmal, warum schürfte hier? Das ist Lithium-Miner. Der müsste eigentlich hier in Handel 3
2. Ist hier. Das schürft aber ein 1. Naja. Der wird schon wissen, was er tut. Ist auf jeden Fall auch gleich voll. Und der bringt dann nochmal richtig Geld ein. Das ist eine Lieferung auch gut und gerne mal, also von so einem kleinen Miner. Auch so um die 100.000 wert. Grüße, Freund. Ich bin stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bei unseren Terraforming-Bemühungen große Fortschritte machen. Okay. Sie werden feststellen, dass unser Planet Terra Nova im Segaris-System jetzt wieder ein viel lebenswerterer Ort ist. Nochmals vielen Dank an Sie für die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Leben Sie wohl, mein Freund. Schon gleich was raus. Unser Spielstand hinüber. Das dann nie wegschaffe. So schön viele Prozessoren, aber niemand da, der es mir abkauft. Transporter. Bergbaustück. Gib das Schiff auf. Schaffst du es eh nicht. Warten. Das ganze Geld schon wieder hin. Was kriege ich dafür? 285.000, okay. Danke für die Hilfe. Okay. Dann muss ich jetzt den, wo ist es? Ah, AT, da. Autopilot eingeschaltet. Sehr gut. System, stiller Zeuge. Jetzt muss ich denjenigen finden, ja? Aber was ist das? Ich wusste, dass ich auf Sie super zählen kann. Komm, Kanal offen.
sende Ihnen jetzt die Informationen. Das macht ja keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Sprungtor, Attiquas Entscheidung. Das wollte er mir sagen, ne? Stellerzeuge 1. Aber dann muss ich ja jetzt weg da. Da lang. Genau. Stiller Zeuge 11. Das ist auch gute Rohstoffe. Freihafen. Andock-Erlaubnis erteilt. So, da sind wir. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Die hätten wir wahrscheinlich mitnehmen können. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Hatikwa verfolgt ihre Taten schon seit einiger Zeit. Ich bin erfreut. Natürlich geht dieser diese Form, wenn ich mir diese noch alles? Einmal. Wir freuen uns schon. Viel Glück da draußen. So, dann. Ach, gibt's leider nicht. Viel die Zeilenlizenz wäre natürlich super. Alleine schon durch diese ganzen Xenon-Geschichten und so. Das ist jetzt nicht so interessant. Das ist auch nicht so interessant. Also Hatikwa hat nicht wirklich viel zu bieten. Keine Ahnung, was die Zora ist. Jedenfalls auf Englisch. Achter. Viel Glück okay. Da draußen. Die haben uns leider überhaupt nichts zu bieten. Aber die Frage ist, haben die... Nö, die haben auch keine Missionen. Hallo. Guten Tag. Den nehmen wir mal mit. Auf der H ist ja in der Regel noch... Ja, jetzt nicht mehr. Hat der noch Platz? Auch nicht. Die Marco hat noch Platz. Ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. Gucken wir mal. Kann ich helfen? Bitte sehr. Okay, davon habe ich leider nur einen.
Davon habe ich leider auch nur einen. Tja, aber die kaufen mir die Dinger ab. Okay, die kaufen mir auch die Dinger, wenn ich sie denn hätte. Frage ist, brauche ich das später? Oder die behalte ich lieber? Weil es natürlich vom Wert her auch cool wäre. Nochmal 200.000 mehr. Wahnsinn. Jetzt fließt das Geld langsam. Viel Glück da draußen. Eine Million und 246 sind noch unterwegs. Das heißt, die kaufen mir das ganze illegale Zeugs ab. Guten Tag. Eieieiei. Viel Glück da draußen. Moreia. Mich darauf. Hallo, guten Tag. Habe ich nicht auf der Git. Da hinten, da. Guten Tag. Der sieht halt mal anders aus. Dass Sie mich einstellen. Vielleicht bin ich dann auch alle Lichtmenschen los. Moreia. So. Ich will noch einmal ganz kurz gucken, was ich noch im Inventar habe. Nichts Illegales mehr, ne? Doch, die hier. Mach ich auch mal eben. Was das hier ist. Ich hab's ja schon gehört, von daher kann es ja nicht so irre weit weg sein. Andockerlaubnis erteilt. Na, ich will nicht andocken. Andocken abgebrochen. Okay, das Ding ist aber Quatsch. Andockerlaubnis erteilt. Andocken abgebrochen. Es gibt aber mindestens noch einen mehr. Genau. Wenn Sie die Übertragung empfangen, verraten Sie niemanden. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Sicherheitserschlüsselungssystem. Gucke mal.
annehmen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Probieren wir das doch mal. Autopilot eingeschaltet. Ich gebe das Geld jetzt mal nicht aus. Weil ich echt versucht bin, noch ein weiteres Handelsschiff zu kaufen. Aber ich würde wahrscheinlich lieber doch noch mal ein M-Klasse-Schiff kaufen. Ich weiß nicht, welches. Das von den Boronen. Was echt cool ist. Oder die Nemesis von den... Teladi, glaube ich. Ne, von... Doch, Teladi. Oder waren es von den... Eisarkai. Erreiche System. Profit Center Alpha. Autopilot. Ausgeschaltet. Mikrochip-Fabrik. Ja, speichern wir nochmal kurz. Haben wir schon 1,4 Millionen. Undock-Erlaubnis erteilt. Wenn damit werden. Erfolgreich angedockt. Aber keine Ahnung, was dann passiert. Ich habe das noch nie gemacht. Ich halte hier auf jeden Fall ein bisschen was aus. Die Frage ist aber, passiert dann irgendwas? Werde ich dann verfolgt dann noch oder so? Keine Ahnung. Oder ist das doch leicht gemachtes Geld? So, Sicherheitsreparatur. Schild. Schutzturm. Sicherheitskonsole. Das war's. Boah. Wieder noch. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich noch irgendwas dabei habe, aber. Kann ich helfen? Bitte ja, sehr. Doch, hab ich. Aber das kauft der auch nicht. Guten Profit. Moreia. Ja, richtig, richtig leicht verdientes Geld. Ich muss den Auftrag natürlich erstmal finden, aber. Jo. Ob es da noch so eine Mission gibt? Eine, die ich nicht brauche. Das ist aktuell nicht, solange ich meine Forschung nicht abgeschlossen habe. Da ist wieder eine Mission. Aber jetzt ist das wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht machen kann. Die hat Schneider, die habe ich alle verkauft. Dass ich auf sie zählen kann. Ich nehme das trotzdem mal an. Von Rom geht Verstärkung an. Wer kämpft denn hier mit wem? Ist das doch, ne? Nee, die haben das Ding nicht. Ja.
Dann muss ich mich ja mit denen hier noch gut stellen. Das ist ja doof. Ja, aber dann sollte ich mich mal hierhin bewegen. Oder gibt es schon eine Paraniden-Fraktion, mit denen ich besser bin? Fordere umgehend Verstärkung an! AT. Das ist noch schlechter mit denen. Gut, dann mal. Autopilot eingeschaltet. Auf und davon. Diese Geschwindigkeit von dem System. Leuchtendes Versprechen. Wenn es dann mal soweit ist. Erreiche System. Nicht registrierter bewaffneter Transport entdeckt. Eigentümer: Korsaren des Herzogs. Ziel: unbekannt. Diese Leute scheinen eine unnötig große Menge an wertvollen Waren mit sich zu führen. Ich frage mich schon, wohin sie sie bringen und zu welchem Zweck. Odysseus, E. So, wo fliegen wir denn mal hin? Irgendeine Station fliegen wir erstmal. Prometheus. Artemis, Prometheus. Keine Ahnung, was da passiert. Angreifer. Prometheus. Ist noch ein. Jo, wir könnten ja mal gucken. Was der so geladen hat. Kein Problem, scannen Sie so viel Sie wollen. Scan abgeschlossen. Fliegen Sie weiter. Alles Antriebssysteme, okay. Na, ich traue mich nicht so ganz, weil ja hinter mir immer noch das andere Schiff ist. Angreifer. Aber es ist keine kluge Entscheidung. Nur ein Jäger. Du bist geliefert. Oh, das ist nicht gut. Das ist schlimm. Und jetzt.
nehmen uns mich was vor. Schon okay. Ein paar Treffer halte ich aus. So, jetzt pustet er sich weg. Wer denn? Bitte. Danke. Okay, ich finde das gut, wenn ich den Klapp mache. Lass ihn den Schirm ausweichen. Ich das. Ich kann es aber auch gerne übergeben. Hören Sie bitte auf! Wird aber wohl nicht mehr tun. Werfe aus. Bitte was? Notfallauswurf. Ja. Wahnsinn. Ja, mach ich nochmal, ne? So, da sind wir wieder. Wir machen das Ganze nochmal. Prometheus. Und jetzt wieder erst die Quasar. Smart Chip Quasar, Angreifer. Warten wir nochmal ganz kurz. Prometheus. Dass die sich bewegen. Hey, das dürfen sie nicht. Dann holen wir uns. Quasar. Keine Gegenentscheidung. Ein Argo hätte eine größere Chance, hier lebend rauszukommen. Aber den Schüssen wieder ausweichen. Wir werden beschossen. Sind übel von dem, echt. Sie machen einen großen Fehler. Alles gut sind die langsam. Meine Güte. Bitte, verschonen Sie uns. Genau. Nein. Nicht sein Ernst. Diese Steuerung. In solchen Situationen nervt das echt. Die Schäden sind beträchtlich. Weiß ich.
sichere das Schiff. Container. Naja, also die Antriebsteile, die kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Die schon geil wäre, ne? Irgendwie ein Transporter in der Nähe? Nee. Jetzt zum Beispiel holen würde. Gucken wir mal, was ist das denn? Ne, keine Chance. Ist auch die Frage, wie lange das da bleibt. Wie stehen die jetzt zu mir? Paar ist das, glaube ich. Sechs. Der ist halt viel, viel, viel zu langsam. Na gut. Blindteilefabrik. Ziviles Schiff B. Wieder so eine Mücke. Ziviles Schiff C. Odysseus E. Blindteilefabrik. War ich ja gerade. Ja, fliegen wir mal darüber. Hermes, Angreifer. Demeter, Angreif. Paranid, Raumpier.
Oh, ihr Kriminellen. Zeigt euch, es sind eigentlich immer welche hier. Das kann ich ja vergessen hier, ne? Also bis der mal ankommt. Keine. Boah, es gab ja auch nicht mal ein Danke für die anderen, ne? Massentransporter E. Sicherheit. Kommkanal offen. Melde eine Straftat. Bestätigt. Strafregister wurde aktualisiert. Jetzt habe ich einen verloren. Und nicht irgendwie eine Mission für die Paraniden? Schiffe. Und Bergbauschiff. Oh, das ist doch... Autopilot eingeschaltet. Das ist doch quasi eine Kombi. Da kommen ja gleich die Karg. Über dein lilanes Fragezeichen. Das muss ich mir dann demnächst nochmal angucken. Alles ja super, die Karks sind dann auch noch in dem Gebiet hier. Leerer Raum. Mega. Autopilot ausgeschaltet. Und sie helfen selber noch mit. Kann eigentlich gar nichts passieren. Gorgo, Angreifer. Jetzt warten wir auf die Karg. Es ist ja eigentlich doppelt und dreifach Belohnung geben. Nemesis Highway. Gott, sind die langsam. Und da kommen sie. Jäger. Jetzt mich als Ziel gewählt. Warum drehen die anderen wieder ab? Ich habe schon wieder gut Schaden bekommen.
Lutos, Mineralien, Angreifer. Wir gehalten ihn schon wieder mich an. Silizium-Raffinerie. Jäger. Geschafft. Und schon mögen die mich. Jäger. Also noch mehr als eh schon. Beschützer. Jäger. Schwarmwächter. Nicht die eigene Eskorte. Runterfliegen. Schaffte. Schwarmwächter. Wir sind leider gleich weg. Gerne. Schwarmwächter. Ne, das ist jetzt wichtiger. Nicht, dass die Mission gleich noch verloren geht hier. Das 3. Oh, warte, warte. Hey, hört auf mich zu beschießen. Das war ich nicht. Schwarmwächter, Beschützer. Schwarmwächter. Verrückt, der hat selber zwei eigene Wachen gehabt. Und geht trotzdem nicht auf. Dass es so weitergeht. Ja. Jetzt kommen die Raketen. Bisschen spät. Aranit Schiffswerft. Ade. Aranit Raumpier. Da will ich hin. Undock-Erlaubnis erteilt.
haben gedauert. So, dann auch schön. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Hallo. Wir haben Sie. Ich will wie. Da wir gehen. Das ist ja bei allen das Gleiche. Gute Reise. Hier gibt es eine Polizeilizenz. Die nehmen wir tatsächlich auch mal. So, dann gehen wir aber zum Schiffshändler. Ich grüße Sie. Was würde das denn? Boah, 15 Millionen. 15 Millionen habe ich natürlich nicht. Die würde ich eh nochmal abändern. Railgun. 2 Millionen, eine. So, jetzt müssen wir langsam ein bisschen günstiger werden. Schon noch bei 3 Millionen. Die braucht kein Mensch. Das ist 1. Was bekommen wir denn, wenn... Hallo? Das hässliche Ding hier gekauft wird. Können wir nicht verkaufen? Ihm lässt sich nicht verkaufen, okay. Wir können aber natürlich den kleinen... Der ist es nicht. Der hier ist es. Den können wir natürlich verkaufen. Lässt sich auch nicht verkaufen. Warum lässt er sich nicht verkaufen? War doch da. Ist bei dem anderen vielleicht nur nicht gesehen? Ne, der hat das nicht. So, der würde auch nochmal eine Million bringen. Olchek. Das ist der auch nicht.
Tja. Dachte, ich hätte noch einen kleinen. Händler gehabt. Ich war echt der Meinung, das wäre der, aber den habe ich den ja schon mal schon verkauft. Ja. Ich grüße Sie. Okay, dann lassen wir das. Und dann sparen wir noch ein wenig. Wir müssen ja auch auf jeden Fall über die 3 Millionen kommen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld zum Handeln mit den Transportern. Na, also aktuell sind wir ja eigentlich nur bei 2,6 in etwa. Das heißt, wir brauchen noch 400.000. Ja, das kriegen wir leicht gemacht. Und es gibt hier noch ein paar Missionen. Hallo? Tatsächlich würde ich auf die guten hier erstmal verzichten. Und würde die tatsächlich erst machen, wenn ich die Nemesis habe. Aber hier gibt es ja doch schon so ein paar. Hier zum Beispiel 460.000. Ein Schiff zerstören. Neun Xenon zerstören. Geht auch super schnell. Ja, das machen wir das nächste Mal. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.